Hey Freunde, heute spielen wir mal eine Runde mit der Supermarket. Das Problem ist, ich bin in den Vollzug gekommen, also ich habe es nicht geschafft, rechtzeitig irgendetwas hochzuladen. Verzug, Verzug, Vollzug, Verzug. So. Ja. Problem war hier ganz einfach, ich habe vergessen, bei der Aufnahme Ton anzumachen. Es war kein Ton an. Deswegen mache ich jetzt gerade nochmal Neuaufnahme. Und da ist halt einiges passiert, was ich mit euch schon gemacht habe im anderen Video, aber wo kein Ton war. Wir haben das Lager vergrößert komplett und meine Frau hat halt überall schon diese komische Hängedinger rein. Ich habe die ja gesehen, manchmal funktioniert das nicht, hat das einen Bug. Dann haben wir hier den Laden nochmal komplett vergrößert, verschönert. Neue Sachen haben wir bestellt, was ich eigentlich mit euch zusammen gemacht habe und wollte, was auch immer. Oh, da muss noch Orangensaft und noch Apfelsaft reinmachen. Ja, hier seht ihr, alles aufgefüllt. Da unten ist leer. Da kommt die nächste Süßigkeiten rein. Da gibt es noch Marmelade demnächst. Hier ist Bier, was ich freigeschaltet habe. Alkohol halt. Dann haben wir hier Chips. Aber ich schaut auch schon mal den Preis an für die Chips. 6 Euro kostet so ein Päckchen Chips. Und da ist der Wodka ja schon mit seinen 12 Euro, 13 Euro noch günstig. Dann ein Sixer Bier für 13 Euro und ein Fass Bier für 30 Euro. Und dann haben wir hier noch Papierflaschen. Da werde ich jetzt auch noch welche nachbestellen, weil ich müsste noch nachbestellen. Was habe ich gerade gesagt? Oder ich schau mal einfach, ob ich hier noch Orangensaft habe. Die Getränke. Ach, jetzt ist es auch noch aufgegangen. Toilettenpapier, Hähnchen. Orangensaft hier habe ich noch. So. Haben wir das jetzt auch aufgefüllt? Was sehr schnell weggeht, ist letzte Zeit das Grüne. So, Bier. Davon kaufe ich noch einmal. Davon noch einmal. So, Chips können wir auch mal kaufen noch. Auch einmal. Und was wollte ich noch kaufen? Soda in Grün. Weil das geht immer schnell weg. So, kommen die vier Artikel auch noch. So. Jetzt muss ich erstmal wieder viel Geld ansammeln. Da ich was vergrößern muss, ich muss den Laden vergrößern, kostet aber 11.000 diesmal. Weil das Problem ist, ich brauche noch eine dritte Kasse. Weil jetzt heißt das, der Laden hat wieder weit länger wie bis 10 Uhr auf. So. Das passt nicht dahin, Sek, Mist. Hallo, was ist irgendwo hin? Doch, passt hier rein. Ja, Problem ist, Laden hat dadurch jetzt viel, viel länger auf. Habe ich das Grün schon einsortiert hier? Und dann kommen alle paar Minuten Fehlermeldungen. Kassen sind voll, Kassen sind voll. Und da das neue Update ja bald rauskommt, auch mit Security, kann ich mir vorstellen, wenn die Kassen voll sind, dass sie dann auch abhauen mit der Ware. Und deswegen muss ich hier dringend vergrößern. So, auch weg damit. Dann öffnen wir mal den Laden, dass wir mal ein bisschen zu Geld kommen. Schauen wir uns das mal an, was hier weggeht. Sofort auffüllen. Hier fehlt noch, kann ich noch Bier dann hinstellen. Das blaue, dunkelblaue Wasser, aber davon habe ich keins. Ne, ich habe nur noch das normale Wasser. Dunkelblaue Wasser fehlt. So. Was? Wasser. Einmal. Gleich zwei davon. So. Wasser. Was ist das? Das bitte ich Wasser. So. Hey, habe ich drei verschiedene? Okay.
nichts, jetzt läuft alles ganz normal. Jetzt war es ja keine schon unten stille Getränke. Darum passt es aber nicht. Hier muss ich hier hinstellen, erst einmal. Ja, meine Frau sich ja immer beschwert, es ist dunkel. Bestelle ich jetzt ein paar Lampen. Eins, zwei, drei, vier Lampen noch dazu. So, kaufen. So. Sodle. Dann haben wir noch einer, die tun wir auch gleich da rein noch. So, muss hier nicht akkurat sein. Und noch einen habe ich dann für den Laden. Kommt hier hin. So. Toilettenpapier schon alle. So schnell geht's. Lass mich durch, muss zur Toilettenpapier. Sonst sind die erst beschwerte wieder. So. Und jetzt, ihr seht den Bug, ich kann das nirgends so absetzen. Komm her, will dir meinen Arm rein. Der ist wegschmeißen. Oje, das ging aber auch jetzt schnell weg. Produkte kaufen. Kartoffel. Vier Pakete Kartoffel. Ich habe doch vier Pakete gemacht. Warum sind jetzt nur drei gekommen? Ah, eins liegt noch am Boden. Also seht ihr, wie voll die Kassen sind? So. Und ein ganzes Kartoffel. 2,5 Kilo für 5,50 €. Kostet ein Kilo 1,25. Boah, nee, oder? Guck mal. Eine Wodka dreimal Steak. Jetzt macht alle da. Wollt ihr mich veräppeln? So, machen wir mal Licht an langsam. Hier hinten ist noch eins da. Ach ja, da sind noch zwei. Hier hinten kann da rein. Und dann weg damit. Und die ersten Beschwerden kommen. Nee. Ist ja noch alles da. Oh, die 6 Piece gehen schnell weg. Öl noch da, Spaghetti noch da, Ketchup Mayo noch da. So, oh. Okay. Kraftungsmehl ist. Was ist denn das Kraftungsmehl? Ich muss mal gucken, wie ich hier bin. Ich denn hier mit der Maus da. Mehl. Euro 99, stimmt. Nimm nicht so viele Eier mit, wir haben nicht so viele Eier mehr. Und dann habt ihr auch noch keine gekauft. Sei mal froh, ich bin von 25 € runtergegangen auf 20 €. Ach nee. Was hat denn jetzt Eis oder das Hähnchen? Das Hähnchen war da drin. Wie viel Hähnchen tut denn die auf einmal essen?
Nee, ich nicht nach mehr. So. Oh, jetzt muss ich gucken, ob wir noch Steaks haben. Lachs. Ketchup, Käse, Lachs. Wie viel Lachs habe ich denn vom Lachs? So, also hier keine Steaks. Das heißt, Soße, Öl, Soße, Eier, Kuchen. Salz, Eis, Hummus, Cola, Schorle. Ja, also vielleicht müssen wir uns wieder bestellen. Ja, kann ich jetzt morgen bestellen. Und jetzt komme ich erstmal wieder in den Tuch. What can I do to come for you? So, there. So, ihr seht, aber knapp 2000 Euro wieder eingenommen. Apfelsaft, was ist mit Apfelsaft? Ist schon wieder leer? Jo, Apfelsaft ist wieder leer. Hab ich doch über Nacht gehabt da. Boah, das hängt jetzt wieder. Das volle der Land ist jetzt immer hängt das. Jo, was jetzt? Ich konnte es nicht lesen, ich beschwerde. Wieder eine Beschwerde. Ja. Ist doch jetzt alles da, außer Toilettenpapier und so muss. Ach du schon, das ist voll. Mal gucken, was das ist hier. Auch nur 54 bis 70 schon ist. Öl! Oh ja, Öl ist jetzt auch. Ja gut, fülle ich gleich auf, bringt ja eh nichts mehr aufzufüllen. Komm, mach du die 100 Euro voll. Ich glaub, nee, machst du nicht. Schade. Ober die sich tappst, du machst. Oh, du machst locker die 100 Euro voll. Machst deinen Woche einkaufen, Omaschen. Nicht 50 Schlucke. Boah. 210. Bis jetzt wäre mein Rekordkauf Einkauf gewesen, was ich gesehen habe. Und du? 10, 50 Euro. Noch weniger. 55. Gehen wir wieder bei ihr gucken. Oh. Oh, da wird gefeiert heute Abend. Keiner hat Fassbier gekauft, außer sie. Dann noch zwei Joghurts. Mit, also nochmal schön Reiniger. Ah. Das ist auch, okay, doch schon. Das ist auch so. Also, Reiniger habe ich gesehen, das blaue Deutschschuh habe ich schon das gesehen. Das war doch hier irgendwo. Ein Soße, wo ist das? Pizza. Pizza. Milch. Ich habe es doch gesehen, noch irgendwo bin ich jetzt blöd oder was? Blaue Reiniger will. Oh, da oben ist so Fleisch. Das habe ich entdeckt. Über den Namen von der Fleisch entdeckt. So, alles rein damit. Ey, Lieben, das war's mit dem Video. Ich werde dann hier noch aufhören die Tage. Kommt noch neue Videos raus. Und werde jetzt gucken, was mir
zurück. Weg hier, Verwaltung. Da können wir jetzt die jetzt aber auch nochmal das hier machen. Mit 3.500. Weil wenn ich es jetzt drücke, dann verlangen sie es sofort. Und, aber ich habe keinen Platz für das ganze Zeug. Pfeffer, Kartoffelpüree, Mehl, Chips und so weiter und so fort. Habe ich im Moment noch keinen Platz. Das wäre egaler. Oder vielleicht mache ich... Nee. Kein Platz für Regal. Außer ich würde die da hinstellen. Nee, sieht auch blöd aus. Nee, bringt nichts. Ja, dann lasse ich mir was einfallen. Vielleicht habe ich bis dahin bei der neuen Folge schon, dass ich das hier alles hier habe. Das hier. Bin ich mir aber noch nicht so sicher. Rechnungen. Guck mal hier. Boah. Wachstum. 11.000 würde mich das kosten. Ich könnte es ja so wie die anderen machen. 2.500 fürs Lager. Anpassung kommt bald. Es gibt ja so YouTuber, egal wie die heißen, die gehen direkt auf die Bank und holen sich ein. Wie heißt das? Kredit? Ich frage mich, warum das ist ein Kredit hole. Soll es ein bisschen vorspielen und dann haben sie auch ihr Geld, so wie ich es mache. Weil ich brauche doch keinen Kredit. Wer einen Kredit nimmt, der hat eh mehr verloren. So, hier fehlt wieder wieder Hähnchen. Ich weiß nicht, was ich mit den Hähnchen verkaufe, die doch so günstig, dass ich jetzt innerhalb von kurzer Zeit 4 Pakete Hähnchen verkauft habe. Nee, 10 Euro für ein Hähnchen. Ja gut, es geht 10 Euro. So, ich muss auch eh noch einiges jetzt wieder nachbestellen, aber das war's jetzt mit dem Video erstmal. Ich wünsche mir noch. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch und bis demnächst. Ciao, ciao. Wir gucken zusammen uns das Endergebnis noch an.